Ich finde es lustig, wenn sie die Lampen rumschleppen, dann leuchten sie damit. So kriegen wir endlich mal etwas Licht in unsere Burg. Dum-di-dum. Nicht von da aus, von da aus bitte. So. Dann können wir nämlich jetzt die Kirche mal fertig machen. Ich hinterfrag das nicht. Ich will das nicht hinterfragen, warum die das so machen, wie sie das da gerade machen. Statt dass er einfach direkt hier runterläuft. Ach, jetzt macht er es auf einmal. So, sobald wir das mit der Kirche fertig haben. Kümmern wir uns um weitere Gebäude und darum, dass die Dächer hier gedeckt sind. Mach schon mal 4 neue Laternen und dafür machen wir auch gleich schon mal neues Eisen bereit. So, Tux, noch ein letztes Mal. Währenddessen setzen wir hier schon mal die Hölzer. So, und damit wäre unsere Kirche fertig. Sie sieht nicht schön aus. So, das hier hätten wir gern noch. So, und dann bauen wir mal Blockhäuser.
Oh nö, 5 ist zu groß. Eigentlich hätte ich ja gerne eher ein quadratisches Haus, wo ich mir dann keine Sorgen ums Drehen machen muss. Also sowas. Dann kommen da Fenster rein. Zwei Stück sollten reichen. Ich weiß nicht mal, wie hoch ich die Dinger bauen will, ob ich sie nur 3 hoch bauen möchte. Weil eigentlich reicht das ja dem Victorons 3 hoch. Wobei, ich will sie vielleicht mit richtigen Dächern haben. Und dann brauchen wir kein Holz für. Ja, dann sollte ich das doch anders bauen. Also nicht quadratisch. Ja, dann hätte ich hier so ein Problemchen. Wobei ich kann auch einfach nach hinten raus verlängern, eigentlich. So. So. Ich hätte das gern so. Okay. Achso, die muss ich einzeln platzieren. Aha. So, und damit man hochkommt. Das hier. So. Dann hätte ich das Ganze gerne mal kopiert. Hätte gern hier eins stehen. So. Wie weit habe ich es weg? 2-2, also. Hätte ich hier gern eins stehen. So. Und dann eigentlich hier und hier jeweils eins. Das heißt, ich... gehe auf die Nomade. Hallo, bitte.
Schmeißt die beiden immer ein. Ich hoffe, sie reißen sie gleich ein. Oh Gott, wir haben schon wieder viele, viele Steine. So, Move Selected Blueprint, bitte. Wärt ihr so freundlich und macht die Steine weg. Wobei, wenn ich es hier so direkt gegenüberstelle, ist das doch auch nicht schlecht, oder? Nee, stellen wir es schon dahin, aber ich brauche eine Kopie davon erstmal. Blub. Copy Selected Blueprint. Ja, ruhig dahin und dann moven wir das Ganze noch. Wir haben drei. Vier Platz dazwischen gelassen. Also ungefähr hier hin. So. Das ist fast gegenüber und wir sind fertig, ja, mit der Planung von den Gebäuden. Oh, ach ja, und hier können wir auch die Treppe nach oben wegmachen. Ich wollte in den da gehen. Ach, cool, unsere Fackeln werden gar nicht angezeigt. Geben wir gleich nochmal für den Auftrag. Und... ja, X-Way weg. Fang an zu platzieren. Also ich hätte gerne hier an den Eingängen jeweils eine. Hier neben dem Eingang vom Rathaus hätte ich eine gerne. So, wo hätte ich gerne noch welche? Hier am besten eine. Hier am besten eine. Und hier zwei. So. Das ist eigentlich jetzt so der letzte Schliff. Die paar Gebäude hier bauen. Ja.
Wenn wir das gebaut haben und die Fackeln aufgestellt haben und alles, dann sind wir eigentlich fertig mit der Burg. Also ich finde, sie sieht dann gut aus. Nicht zu leer. Hat ein paar Häuschen, hat ein Lager, hat Werkstätten, hat hier hinten unsere Schwerindustriebetriebe, hat eine Kirche, hat einen Bergfried. Wir haben auch endlich mal Licht. Ja, also ich denke mal, große Gedanken, Sorgen müssen wir uns jetzt keine machen, aber ich tue auch mal hier wieder Eisen mit reinnehmen. Oder ich erstelle hier einen Eisensammler und lass dich da Eisen sammeln. Dann schalten wir das Eisen hier erstmal wieder aus. Das ist doch Eisen, oder? Ja, ist es. Sehr schön, sehr gut. Hier wird auch gebaut. Ist mir mittlerweile egal, so viel Stein brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen schon noch Stein, aber... Wir kommen soweit klar. So, was ich noch machen will, ist hier auf dem Wachturm Fackeln platzieren, dass wir auch Licht in den Ecken haben. Ach ja, und neben dem Eingang der Kirche können wir auch eine platzieren. Die ist dann etwas weg von der hier. Dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Licht. Hier vielleicht in den beiden Ecken noch eine platzieren. So. Wir brauchen viele Fackeln auf jeden Fall, aber die kosten ja zum Glück nicht so viel. So, ich gebe die maximale Anzahl an Glas und Eisen im Auftrag. Und dann würde ich sagen, ist es mal wieder Zeit für einen Cut. Also, Let's Play Projekt 2. Save Override.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.